September 2014, Wohnquartier Wupperauen, Leverkusen, Oppland. Die Bodenplatte von Haus 5 wird gegossen und ein zweiter Kran wird aufgestellt. Während bei Haus 6 noch die Vorbereitungen zum Gießen der Bodenplatte laufen und bei Haus 4 die Bodenplatte schon gegossen ist, laufen die Gießarbeiten bei Haus 5. Mit einer sogenannten Betonbombe, die ein Fassungsvermögen von 2 Kubikmetern hat, werden die Arbeiten durchgeführt. Mit elektronischen Messgeräten wird der Höhenunterschied gemessen und ausgeglichen. Der Kranführer jongliert das Material an den richtigen Ort. Während die Gießarbeiten weiterlaufen, wird an anderer Stelle, wo später die Tiefgarage sein wird, Vorbereitungen für die Kanalverlegungen durchgeführt. Ohne Baupläne geht es nicht. Ein Bürger aus Leichlingen sagt uns, was er von dieser Baumaßnahme hält. Eine perfekte Gegend und das alte Finanzamt, das hat es verdient, dass es zur Ruhe ging. Und Gott sei Dank wird hier was Gescheites aufgebaut über die Firma Peschke, die mir auch schon von anderen Objekten her ganz gut bekannt ist. Ich wünschte mir, dass ich hier das Objekt, was ich haben möchte, auch noch bekomme. Das wäre sehr, sehr gut. Nähe der Wupper, wunderbare Waldgegend, saubere Luft, alles perfekt. Dankeschön. Wer jetzt gedacht hat, dass jedes Finanzamt abgerissen wird, der sei enttäuscht. Indes wird ein zweiter Kran aufgebaut, damit die Baustelle später zügig bedient werden kann. Auf jeden Fall muss man bei diesen Arbeiten schwindelfrei sein.